Hallo, hier ist der Markus wieder vom Weingut Bibo Runge aus Hallgarten im Rheingau. Heute möchte ich euch den Debütant vorstellen. Debütant, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. In 2018 war, wie ihr vielleicht einige von euch wissen, war es ein Jahr, wo man sehr, sehr gute Qualität bekommen hat, aber auch eine ganz, ganz große Menge. Und normalerweise bauen wir nur im Holz aus, also haben wir ganz viele Holzfässer. Und dort vergehren wir normal so unseren Wein drin. Aber in dem Jahr, in 2018, hatten wir so viel Menge, dass es einfach nicht mehr ging. Um mal so schnell ein neues Holzfass zu bekommen, ist unmöglich. Also haben wir es diesmal im Stahl ausgebaut, wo wir normalerweise nur lagern. Im Edelstahl. Wir haben es gemacht, wie immer bei uns. Handlese von alten Weinbergen, hier um Hallgarten herum. Dann gehen wir ins Weingut, quetschen die Trauben an und lassen die für 18 Stunden liegen. Und eine Maischestandzeit nennen wir das, um mehr Aroma in den Wein reinzuholen. Dann pressen wir es sanft mit einer französischen Korbpresse und dann ab in den Keller und in den Edelstahltank. Und in dem Edelstahltank war es so ungefähr 7-8 Monate drin. Ist dann ganz langsam vergoren, spontan vergoren, ohne jegliche Zugabe, sodass wir dann einen veganen Wein hatten, also einen veganen Riesling. Probieren wir ihn einfach mal, anstatt nur zu quatschen darüber, wie der Weg wie der Debütant so ist. Das erste, was man richtig ist, ist so Mango, Litchi, also was schon exotisch ist. Sehr, sehr viel Frucht, was man in der Nase hat. Und im Mund auch ganz viel Frucht. Das ist das, was dominiert hier, was eine Menge Freude bereitet. Und man merkt auch, dass der diese lange Maischestandzeit eben, das merkt man schon, weil er sehr, sehr breit in der Aromatik, man riecht schon eine ganze Menge. Für das, für den Preis, ist das schon ein ganz toller Wein. Ja. Wozu isst man dazu? Also was kann man dazu essen oder was sollte man dazu essen? Da gebe ich gar nicht so gerne Empfehlungen, weil bei dem ja glaube ich auch, da kann man eine Menge dazu essen. Zur Pizza einfach nur so trinken, ohne irgendetwas. Oder wenn man einen Salat dazu isst, finde ich auch nicht schlecht, eben das sollte auch gut passen. Also Debütant passt zu ganz vielen verschiedenen Gerichten. Einfach mal ausprobieren. Ja, soviel zum Debütant, unser Riesling, unser Einsteiger auf Spitzenniveau. Dankeschön, bis bald. Tschüss!